Dann natürlich ist es wichtig, wie gesagt, Gifte aus dem Körper rauszutransportieren. Wie machen wir das? Wir brauchen einmal erstmal Sachen, die Gifte im Darm binden. Ja? Und dann noch dafür sorgen, dass wir regelmäßigen Stuhlgang haben, um die Sachen abzutransportieren, weil sonst kann es sein, dass die Gifte immer wieder in den Körper reingehen und man sich immer wieder neu vergiftet, was ziemlich unangenehme Wirkungen haben kann. Ja, wie gesagt, merken, wie kann ich die Menge an Gift, die in meinen Körper reinkommt, verringern? Ne? Also seien es jetzt irgendwelche Sachen über die Haut, irgendwelche Deos, irgendwelche Kosmetik, irgendwelche schlechten Hygieneartikel, seien es irgendwelche Aluminiumpfannen oder Pfannen mit einer Beschichtung, die schon abgekratzt ist, die man dann aufnimmt, diese Teflonpfannen zum Beispiel. Ja, gibt es eine, oder irgendwie, sagen wir mal, du trinkst die ganze Zeit aus Plastikflaschen, wo ganz dünnes Plastik ist, was nicht hart genug ist und dann BPA freilässt, wenn du es trinkst. Das ist auch sehr schlecht. Nur mal so ein paar Ideen einfach mal, um die mitzugeben gerade. Dann natürlich wichtig Sport und Bewegung, dass der Körper ordentlich durchblutet wird, dass genügend Sauerstoff in alle Gefäße reinkommt, dass die Zellen alle ordentlich versorgt werden, Mikronährstoffe hin transportiert werden, transportiert werden, dass wir die Möglichkeit haben, auch zu schwitzen und über die Haut zum Beispiel was zu entgiften. Also ich merke ganz krass, wenn ich irgendwie mal gecheatet habe und mal hier Alkohol getrunken habe oder ungesunde Sachen so, dann merke ich, riecht mein Schweiß auch viel unangenehmer. Ne? Also ich merke gleich, wie die Entgiftung dann wieder so angekurbelt wird. Und ich merke auch bei manchen Mikronährstoffen, wenn ich die eine Weile nicht genommen habe und dann wieder nehme, wie dann auf einmal ich merke, wow, die Entgiftung startet gerade wieder richtig. Ist auch sehr spannend. Hast du Dann schon gut ist, gelernt, auf deinen Körper zu hören? ich war gezwungen, ganz doll auf meinen Körper zu hören. Konnte nicht zu lange mit meinen Freunden irgendwie auf Partys sein, konnte nicht so viel Alkohol trinken, konnte nicht lange durchfeiern. Ich war wirklich dazu gezwungen, weil ich am nächsten Tag immer sofort gemerkt habe, ah, jetzt ist wieder das passiert und merkst es jetzt gerade wieder. Und auch wenn ich selbst nicht wusste, also es war jetzt kein Placebo, wenn ich selbst gar nicht wusste, dass irgendwie ein bisschen Mehl oder so mal in der Soße drin war, ging es mir am nächsten Tag schlecht. Und dann habe ich nochmal nachgefragt und gemerkt, ey, war da irgendwas im Essen drin? Und dann, ne? Genau, und dann zum Beispiel, worauf ich sehr achte, ich versuche meine Arbeit wirklich danach auszurichten. Das kann jetzt nicht jeder, das ist für mich natürlich leichter als Unternehmer, aber wenn die Sonne scheint, so, dann versuche ich schon morgens mein Augenlicht der Sonne zu exponieren, dass ich bestimmte Sonnenlichtstrahlung in meine Augen bekomme, die komplett meine Hormone für den ganzen Tag programmiert und mir auch hilft, am Abend früher müde zu werden und besser zu schlafen. Das nennt sich Chronobiologie. Ich weiß nicht, ob du dazu auch in Experteninterviews nochmal ein bisschen tiefer. Super spannendes Thema. Ganz wichtig, zwischen 10 und 14 Uhr in den Breitengraden hier in Deutschland, wo wir uns befinden, zwischen 10 und 14 Uhr, so 9 Monate im Jahr, gibt es die Möglichkeit, in dieser Zeit speziell Vitamin D sehr gut zu produzieren. Ja, das merkt man dann daran, dass der Schatten nicht größer ist als der Körper selbst. Wenn man auf den Boden guckt und der Schatten ist größer als jemand, als man selbst, dann ist es schwer, noch für den Körper Vitamin D zu produzieren, weil der Einstrahlungswinkel der Sonne nicht perfekt ist dafür. Wenn der Schatten aber kleiner ist, dann ist es super und dann kann die Vitamin D-Produktion ordentlich losgehen. Und darauf achte ich, dass ich meine, ich habe echt viel zu tun, viel Arbeit und ich mach mir auch mega Spaß. Es erfüllt mich total mit Freude. Und wenn ich dann mal irgendwie mir die Zeit nehme, in die Sonne rausgehe, dann gehe ich gleich raus, Oberkörper frei. Gott sei Dank habe ich hier so einen kleinen Hof mit ein bisschen Garten. Schuhe aus, erde mich auf diesem Gartenstück zwischen 10 und 14 Uhr, exponiere meinen Körper möglichst groß der Sonne von allen Seiten, einmal intensiv für eine halbe Stunde, bis Stunde, sonst kriege ich Sonnenbrand, ich bin ein sehr heller Typ. Ja. Und das Schöne ist ja auch, wenn wir dann Vitamin D produzieren in dieser Zeit, dann wird lokal auf der Haut an der Stelle, wo die Sonne raufscheint, Vitamin D produziert, was Sonnenbrand verhindert. Ja. Kommt auch nochmal dazu. Und ich mache dann irgendwie ein kleines Workout und weil es auch so warm ist in der Sonne, schwitze ich dann und habe gleich so viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das ist echt super. Also kann ich jedem empfehlen, um die Mittagszeit zwischen 10 und 14 Uhr probieren, möglichst viel Sonneneinstrahlung zu bekommen. Erden ist auch noch gut und ein bisschen bewegen. Sport, Atemübung geht alles. Das führt dann zum Thema Schlaf, gesunder Schlaf. Auf jeden Fall darauf achten, 3 Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen.
anfangen, in so einen Modus zu kommen, wo man sagt, so, jetzt gehe ich gleich schlafen, jetzt fährt der Körper mal runter, jetzt entspanne ich mich. Ich reduziere psychischen Stress, das kann alles Mögliche sein. Es kann ein Computerspiel sein, was man guckt, es kann ein Thriller oder ein Krimi oder Horrorfilm sein, den man guckt. Zum Entspannen besser. Oder was? Genau, also das funktioniert nicht, bis zum Entspannen zu gucken. Ne? Da muss man darauf verzichten, meiner Meinung nach. Dann lieber eher entspannte oder lustige Sachen, ein paar Tiervideos gucken oder so, die man süß findet. Oder mit dem Liebsten irgendwie auf der Couch sitzen, ein bisschen kuscheln, über den Tag sprechen. So, das beruhigt einen, sich gegenseitig ein bisschen kraulen oder so. Dann harte Workouts vermeiden, drei Stunden vorm Schlafen gehen, große Mahlzeiten vermeiden, ja, weil der Darm ackert dann und dann ist nicht genügend Energiekapazität für den Körper da, richtig gut zu entgiften und im Schlaf alles zu reparieren. Und die Blaulichtexposition aufpassen, ja, also alles, was irgendwie strahlt, vor allem so Bildschirme, Handy, Tablets, Laptops, Fernseher, der Bildschirm, an dem ich gerade sitze, nicht gut. Weil es stört auch unseren Schlaf. Ja, und der Schlaf ist so super wichtig. Wir können 30, 45 Tage ohne Nahrung überleben, wenn wir fasten. Wir können 3 bis 5 Tage ohne Wasser überleben. Kommt drauf an, wie heiß es ist und so und wie viel wir uns bewegen. Aber wir können 2, 3 Tage komplett ohne Schlaf überlegen und dann wird's übel. Also dann laufen die Leute wie Zombies durch die Gegend und sind relativ bald tot. Also der Schlaf ist so, so wichtig für uns. Und also ich ziehe mir zum Beispiel tagsüber, so gegen 12 fange ich damit an, ziehe ich mir so eine Blaublockerbrille auf hier, ja, wenn ich dann vor allem vorm Rechner sitze, die blockt das blaue Licht und mein Körper ist dann wieder evolutionär so eingestellt, dass er das blaue Licht wirklich nur am Morgen bekommt, wo es auch gut ist, um meine Hormone, Cortisol, Stresshormone und sowas, dafür zu sorgen, dass die ausgestoßen werden. Das ist super, das ist perfekt, dass ich dann auch abends gut schlafe. Wenn ich das aber am Abend bekomme, dann bekommt mein Körper eine falsche Information auch von der Umwelt und er denkt, die Sonne scheint. Na, dann muss ich ja jetzt noch 12 Stunden wach bleiben. Ja, und die Leute gucken abends auf Handy, so nah am Kopf irgendwie und versuchen dann eine halbe Stunde später schlafen zu gehen. Wird schwierig, vielleicht schwierig. Und am Abend dann, wenn die Sonne untergegangen ist, dann switche ich meine Brille und dann ziehe ich mir so eine auf, eine dunkle, wo gar kein blaues Licht mehr durchkommt. Und hilft mir auch noch, Melatonin zu produzieren, weil es so dunkel ist. Ja, die setze ich aber erst abends auf, weil erst dann will ich die Melatoninproduktion anregen. Diese hier blockt einfach nur blaues Licht und hilft nicht bei Melatonin. Wäre nämlich doof, wenn ich diese hier schon tagsüber trage und tagsüber Melatonin produziere und dann tagsüber müde werde. Das will ich natürlich auch nicht. Deswegen habe ich 2 verschiedene. Wo kriegst du die her? Kann man einfach mal im Internet schauen auf Amazon, Blaulicht, Blockerbrillen und einfach mal auch mal gucken, was sind die Reviews von den Kunden, sich mal angucken, was so die besten Brillen sind. Ich werde jetzt für den Rest des Interviews, wenn es okay ist, einfach mal auch diese eine Brille hier tragen, weil damit ich hier gut ausgeleuchtet bin, habe ich ja auch so ein bisschen Kunstlicht und dann kann ich darauf verzichten. So, meine Augen sind aber gesund, das habe ich gesagt. Gut. Dann das Handy bitte immer auf Flugmodus haben, wann es möglich ist, ja, weil auch die Strahlung des Handys kann schlechte Sachen verursachen. Ich weiß nicht, ob du darüber einen Experten interviewst zu Handystrahlung. Ja, 2 sogar. Super. Wie heißen die Experten? Einmal der Ulrich Weiner und der Christian, der Baubiologe. Christian Blank. Blank, genau, heißt er mit den Nachnamen fiel mich an. Ja, schaut euch die Interviews auf jeden Fall an. Ich bin ein sehr großer Fan von Christian Blank, ein ganz cooler Typ und der erklärt das super. Da muss ich da jetzt nicht viel weiter drauf eingehen, denke ich, aber wirklich achtet darauf, dass ihr nachts den Router weit vom Schlafzimmer entfernt habt, bestenfalls ausmacht nachts, vielleicht sogar den ganzen Strom, einmal die Sicherung raus vom Schlafen gehen, so mache ich das. Und nie am Kopf telefonieren mit dem Handy und Handy möglichst immer auf Flugmodus. Dann Schlafzimmer, ganz wichtig, keine Kabel oder Elektrogeräte im Schlafzimmer haben, ja, komplett abdunkeln, auch dafür sorgen, dass es kühl in dem Raum ist. Bei mir ist es zum Beispiel so, bei mir strahlt morgens die Sonne rein, deswegen habe ich da 2 Gardinen und dann habe ich sogar noch am Fenster Alufolie angebracht, damit das Sonnenlicht reflektiert wird und das Zimmer nicht so aufheizt. Ja, also mein Raum ist deutlich kühler, weil ich diese Alufolie da am Fenster habe. Ist ein ganz cooler Hack, kann ich euch empfehlen. Funktioniert ganz gut. Und ich schlafe auch auf einem Erdungslaken. Ja, ist auch nochmal, wird Christian Blank sicher vielleicht nochmal drauf eingehen.
Schlafe auch in einem Baldachin, der vor Strahlung schützt. Aber es liegt halt daran, dass ich hier in einem 5G, in einer 5G-Gegend wohne, wo die Strahlung mega krass ist, ultra viele WLANs um mich herum, mitten in der Stadt. Auch mein Plan, irgendwann mal hier rauszuziehen in den nächsten Jahren, aber jetzt gerade ist es noch schwierig. Genau, ich denke, in den Interviews gehen die weiter darauf ein. So, ja, und dann Entspannung bin ich ja auch schon darauf eingegangen. Also das sind so die wichtigsten Sachen, ne? Genügend Flüssigkeit. Entspannung, wie geht es? Ja, also diese Maßnahmen, die ich gerade meinte, zu ergreifen, bezüglich Strahlung und sowas und keine Horrorfilme abends gucken, Stress reduzieren, das zahlt alles auf das Konto ein, dass die Entspannung einsetzen kann. Ja? Mit der Blaulichtblockerbrille, mit dem Partner vielleicht hinsetzen, entspannen, vielleicht mal eine Kerze anzünden oder eine Himalaya-Salzlampe anmachen, da hinten, vielleicht nicht, ob ihr die gut sehen könnt im Hintergrund. Das ist mehr so dieses natürliche Licht, auf was wir Milliarden Jahre geprimed sind, dass mal Feuer irgendwie abends gebrannt hat. Nee, 1 Million Jahre sind wir darauf angepasst, auf Feuer. 1 Million. Genau. Ja,